Die Hallo-Sommergeschichten spielen in dieser Woche auf einem Gestüt. Hengste und Handel hängen bei den Sosatz in Lemwerder an der Weser sehr eng zusammen. Pferde sind heute schließlich keine Erntehelfer mehr oder ziehen schwere Maschinen über die Felder. Für die meisten müssen sie sportlich sein und sich bei Turnieren von der besten Seite zeigen und Preise gewinnen. Bis es soweit ist, muss Gerd Sosatz mit seiner Familie aber ordentlich arbeiten. Elske Burkhardt über einen Reiter, der vor den Pferden erstmal sich selber fit machen muss. Sport ist Mord. Davon kann Gerd Sosatz ein Lied singen. In seiner langen Reitkarriere ist er diverse Male vom Pferd geflogen, hat sich alles Mögliche geprellt, verstaucht, gebrochen. Deshalb gibt es jeden Morgen ein ausgeklügeltes Aufwärmprogramm, bevor er aufs Pferd steigt. Also mit dem Wasser war das früher bei mir auch so, dass ich das nicht so abkonnte, das kalte Wasser. Aber das ist alles Erfahrung und überhaupt kein Problem. Also heute kann ich so ins kalte Wasser springen, macht mir nichts aus. Und ich habe auch keine Erkältung dann mehr, toi toi, weil man einfach abgehärtet ist. Und ich mache ja nicht nur Schwimmen, sondern auch ein bisschen was anderes gleich. Gut. Aber ich hatte große Probleme mit meinen Adduktoren, eigentlich schon seit einem Jahr. Und das ist immer wieder aufgetaucht. Und ich konnte vor 6 Wochen oder so habe ich das Reiten ganz eingestellt, weil es gar nicht mehr ging. Aber ich muss auch ein bisschen dazu sagen, ich habe auch oft selbst Schuld gehabt. Ich war immer ein bisschen leichtsinnig. Und habe eigentlich immer gedacht, vom Kopf her, ich bin 25 und habe vergessen, dass es noch ein paar Jahre mehr waren. Man muss halt auch immer aufpassen, dass man nicht zu leichtsinnig ist. Ne? Aber nicht immer wächst der Verstand auch mit zunehmendem Alter. Das ist auch ein Problem. So, Kollege, jetzt geht's los hier mit uns beiden. Reiten ist ein Teil seines Jobs und deshalb immens wichtig. Während Gerd Sosatz ein bisschen kürzer tritt, hat sein Sohn Hendrik volles Programm. 12 Pferde reitet und trainiert er, Tochter Janne 4, jeden Tag. Schließlich ist im Moment fast an jedem Wochenende ein Turnier. All das ist Teil des Geschäfts. Heute ist ganz wichtig, dass die Hengste auch im Sport gezeigt werden, weil die Zeiten wie früher, dass der Hengst so einmal sich zeigt bei einer Hengstvorstellung und sonst aus der dunklen Box rausgeholt wird, nur zum Decken, das ist vorbei. Die Leute informieren sich, die Züchter, die sind auch alle viel moderner geworden. Und wenn wir mit den Hengsten immer wieder präsent sind und auf den Turnieren sind und dann auch erfolgreich dort sind, dann haben die auch die Chance, dass sie interessant bleiben und dass die Leute davon decken lassen. Vater Gerd und seine Kinder trainieren sich gegenseitig. 4 Augen sehen eben oft mehr als 2. Man sieht ja immer mal so kleine Fehler, die sich vielleicht einschleichen. Aber das Hauptaugenmerk ist eben halt, man fühlt von oben immer ein bisschen anders, als es von unten aussieht. Manchmal ist so das Gefühl ganz gut, wo man denkt, boah, das war ein super Sprung. Aber eigentlich fehlte noch so ein bisschen das Letzte, was denn zum perfekten Sprung führt. Und dann kann man sich immer so ergänzen, was man dann anders macht, wie man den Sprung vielleicht umbaut, dass das Pferd es leichter hat, einen schönen Sprung zu machen. Da konnte man schon sehen. Als du den Sprung angeritten hast, dass er nicht konzentriert war. Ne? Der hatte die Ohren nicht vorne. Er war mit seinen Gedanken ganz woanders, aber nicht bei der Aufgabe, die er absolvieren wollte. Einmal noch wiederholen, klein bisschen mehr Zug drauf. Etwas gerade an Sprung ranreiten von hinten her. Ihm auch sagen, dass er jetzt nicht anstrengen muss. Bein. Super, ne? Aber jetzt hat er auch gemerkt, ne? Hat er sich auf den Sprung konzentriert und die Folge danach, das war sehr gut. Ne? Also so ein Turnierpferd kann man sagen, das kostet im Monat 1.000 Euro für uns, wenn ich die Kosten alle rechne. Also wenn wir mit zum Turnier fahren, mit Nennen, mit Tierarzt, alles so. Es kostet wenigstens 10.000 Euro im Jahr. Und da kann man sich schon mal ausrechnen, wenn er dann 8-jährig ist oder 9-jährig. Wir sind 4-jährig damit angefangen, dann stecken da schon 50.000 Euro drin. Deshalb müssen auch die wirklich älteren Turnierpferde, die wir dann verkaufen, die erfolgreich in schweren Springen gehen, die müssen auch 6-stellige Summen bringen. Weil sie auch die anderen auch mit durchschleppen müssen, wo es mal nicht so funktioniert. Am liebsten und am einfachsten geht es natürlich, wenn wir junge Pferde verkaufen. Wenn wir Junghengste verkaufen, die 2-jährig sind, da kann man das Prinzip Hoffnung verkaufen. Da muss man nicht für so viel garantieren. Diese Kunden aus dem Emsland haben genau das Prinzip Hoffnung gekauft und wollen es heute abholen. Wie viel das Ehepaar für das Pferd bezahlt hat, bleibt geheim. Das verrät Gerd Sosatz nicht mal seinen Angestellten. Diskretion ist Ehrensache. Wie viel Pferd ist das? Du hast einen Porkkopf, oder? Ja. 5 Stück? Ja? Oh, das ist auch super. Warte, ich will auch einen Anhänger geben. Dieses Pferd habe ich erst seit kurzem. Da freue ich mich natürlich, wenn es verkauft ist. Das ist unser Geschäft. Ne? Aber bei manchen, die ich sehr lange im Sport geritten habe, da tut es schon ein bisschen weh. Also, aber das ist auch unser Geschäft und sonst können wir uns das nicht erlauben. Wir haben keine Sponsoren. Wir sind ja selbstständig in unserem Laden und wir müssen immer wieder die guten, teuren Pferde auch verkaufen. Für große Gefühle ist hier kaum Platz und kaum Zeit. Der Verkauf von Pferden ist schließlich Alltag auf dem Gestüt Sosatz.
Tja, und diesen Alltag auf dem Gestüt von Gerd Sosat, den zeigen wir natürlich auch morgen wieder. Wo 300 Pferde stehen, da braucht es eine Menge Personal. 15 Angestellte hat Gerd Sosat. Einer ist Azubi Fritjof. Der kommt morgen ganz schön ins Schwitzen. Der muss nämlich seinem Chef bei der Musterung der Junghengste helfen.